Da kommt Terence Hill mit seinem riesengroßen Wohnwagen an. Und da geht es doch um die Geschichte, dass die... Oh, bist du gefallen? Ja. Der Film fängt damit an, dass Bud und Terence ein Rennen fahren. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mario Party. Und der gute Doschen ist wieder bei mir. Servus! Kann wieder losgehen. Und ich will mir natürlich, also ich weiß ja nicht, also zu dem Zeitpunkt weiß ich ja noch gar nicht, ob ihr überhaupt auf die Lösung gekommen seid. Aber rein theoretisch geben wir euch eigentlich nochmal einen kleinen Tipp. Und zwar würden wir rein theoretisch mal euch mal hier einen kleinen Tipp geben. Das ist übrigens der gute Bud Spencer selber, der das singt. Ja. Rest in peace, Bud. Ich war traurig. So, das muss reichen. Und ja, das war natürlich aus Das Krokodil und sein Nilpferd. Genau. Das wird in diesem Film aber auch immer wieder gesungen, gepfiffen. Klasse, einfach nur klasse. Und ganz besonders geil finde ich aber in diesem Film immer wieder die Fressszenen. Ja, das sowieso. Die Fressszenen sind einfach nur grandios. Erst für die Fresse und dann auf die Fresse. Wie er den Kaviar mit dem, keine Ahnung was, vermischt, weißt du? Voll eklig. Mit dem Sekt und so weiter. Ja, und genau, Kaviar mit dem Sekt vermischt. Ja, das gibt Tint auf dem Füller. Das geht schon. Hammer ist geil. Also wie gesagt, Bud Spencer und Terence Hill, beste Unterhaltung ever. Kriegst du wieder Kohle hier, ne? Kriegst du wieder Kohle, ne? Money. Guck mal, ich hab schon 108. Da war doch letzter Platz, wenn ich kein Stern habe. 111 hast du schon. Ja. Und 4 Sterne. Nee, 0. Ich warte nur auf den Buhu. Auf der Buhu. Der Buhu will da ein Stemme. Dann klaue ich den guten Wario den Stern. Im Wario. Der arme Sau. Der hat doch bloß einen. Ist er wurscht? Klaue ihn lieber vom Yoshi. Vom Trabi oder was? Schöne zweite Verbrennung. Tanken mit Ölzusatz. Herrlich. Super. Ich bin so Ding noch nie gefallen, ich passe in so Ding gar nicht rein. Das sind doch die Zeiten, wo du ja nicht danke bist, dann hast du dann erst einmal dein Benzin mit Öl mischen müssen. Ich nicht, nein. Für einen Zweitakter? Ich hatte nie einen. Roller oder sowas? Hatte ich nicht. Nee. Alles war natürlich gut damals für den Roller, weil nach der ganzen Eröffnung hatte man tatsächlich dann hier noch die Möglichkeit, Zweitakt-Benzin zu tanken. Ach, das gab's bei euch schon fertig? Das war fertig gemischt. Ah, wir mussten selber mischen? Ja. Das war tatsächlich schon fertig gemischt. Konnten Trabants dann eben. 6 Gleiche. Ja. Und wir erwischen dasselbe. Ja. Also es gab wirklich Zapfen dafür. Da musstest du aber aufpassen, dass du mit deinem Benziner nicht das scheiß Zweitaktbenzin getankt hast. Mies, ja. Das ist, aber na gut. Aber wie gesagt, so ein Trabi würde ich schon gerne mal fahren, aber ich passe in so ein Ding einfach nicht rein. Das kann ich total vergessen. Habe ich ja schon beim letzten Mal gerade mal so mit Bio und Not etwas gerissen. Also das ist ein Minispiel, was mir echt ankotzt. Meinst du? Ja. Ups. So. Kurios. Vor allem haben sie das aber auch wirklich so... Bei Bud Spencer und Terence Hill, also vier Fäuste gegen Rio, war ja mal auch sehr geil mit den Doppelgängern, ne? Genau, mit den versnobten Doppelgängern, das war klasse, So ein schwuler Scheitel kommt mir aber nicht ins Haus. Finish! Verdammt. Einfach nur... Ja, war klasse, ja. So. Ja,
Und die Italo-Western, die fand ich ja eh grandios alle. Mein Name ist Nobody. Ja, und vor allem, es gab vor ihrer richtigen Karriere als Komiker, gab es Italo-Western im Bud Spencer und Terence Hill-Style. Bluternst. Ja. Also auf jeden Fall mit dem Dahinschein von Bud Spencer ging auf jeden Fall eine Filmlegende von der Welt. Auf jeden Fall. Aber gut, ist natürlich, wir müssen natürlich alle gehen, ne? Ist klar, ich meine, wenn wir dann berühmt sind und wir gehen von der Welt, dann werdet ihr hoffentlich auch trauern, nicht? Ja, immer genauso, dass deine Nation trauert. Ich glaube, es ist egal, weil unsere Kanäle bis in alle Ewigkeit existieren werden. Ja, bin ich auch überzeugt von. Wenn wir mal abtreten, dann sind wir Legenden. Ja, 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 ja. Ich möchte mindestens die Welt verändern. Also Leute, bis ich abtrete, hätte ich ganz gern schon mal 500 Abos. Danke. Bei was denn? Was denn? Darf ich doch ein bisschen optimistisch sein? Klar, ein bisschen träumen darf jeder. Naja, und Doschen, also die 550 kriegst du auch schon hin, ne? Ich bin auf dem besten Weg dahin. Wenn die Musik zu Ende ist, laufe und springe als erstes auf den Pilz in der Mitte, um an die Truhe zu gelangen. Oh, cool. Geil. Das heißt hier, bewegen, springen, angreifen. Naja, das heißt, das ist einfach, das ist simpler als gedacht, das ist Reise nach Jerusalem. Ja, Mucke hört auf und wer als erstes da oben Ton kriegt. Man weiß niemals, wann die Musik endet, spitze deine Ohren und lausche aufmerksam die Klänge. La 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 la. Mi 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 mi. Lo 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 lo. So, auf geht's, Action Satisfaction. Was denn, ich stell mich schon da drauf. Es geht leider nicht. Ich kann gar nichts tun. Ich aber nicht, aber ich bin schon am Lenken. Hier, von wegen hier. Ey, wer? Yoshi, die blöde Sau. Finish. Aber muss in die Mitte? Ich dachte auf die blauen. Na, ne. In die Mitte. Ne, ne. Ich weiß. Alter Schwede, wo habe ich das hier was verdient? Die Barze total versaut. Total versaut. Herrlich. Oh, 10. Auf in die Kanöne. Ich bin so froh, wenn diese scheiß Welt vorbei ist. Ja, die ist kurios, die Welt. Ja, die ganze Map ist kurios. Schon ein bisschen ätzend, ja. Das ist durchaus wahr. Und weiter in die Kanone. Genau. Und wegbashen. Gebasht. Oh, ich bin bei Toadie Boy. Nein! Okay, jetzt meinen zweiten Stern. Also wie Gollard, ein Stern, der meinen Namen trägt. Der arme Stern. Ja. Der Doschenstern. Der Doschenstern. Ja. Ich bin eine Doschenschnucke. Warte mal, ich kotze mal einen Eimer. So. Sonst. Ich glaube, ich muss hier mal den Maul strecken. Oh, sag ich noch mal. Jawohl! Oh, ja, 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 ja. Heidi, Heidi! Boah! Hammer! Und schon wieder auf in die Kanone! Haha, genau! Wo ist denn Toadie Boy? Irgendwo und doch nirgends. Verdammt. Oh, ein Player-Game? Ah ja, dann mach mal, dann mach mal. Ne? Du kriegst eh das Gleiche. Bodenrammen! Oh, 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 oh. Jetzt irgendwie Wasser. A little bit. Führe eine Stampfattacke auf die Pflöcke aus. Versuche dich zu erinnern, welche spitz und welche stumpf sind. Aha. Wegen ach so, okay. Stampfattacke. Merke dir, wo die stumpfen Pfosten sind, bevor die Schmetterlinge auf ihnen gelandet sind. Ah ja, ich verstehe. Genau, es gibt spitze und es gibt flache Pfahle. Ja. Und du musst, die musst du dir merken. Und zwar die stumpfen. Dann kommen Schmetterlinge und verdecken die. Okay. Und dann musst du halt die richtigen einstampfen. Okay. Das ist jetzt nicht, eigentlich wirklich nicht wirklich spannend. Eigentlich nicht, ne? Naja. Eins. Voll mit dem dicken Po. Aber
Aber volle Kanne. Aber eigentlich kann man auch sehen, wo die Spitzen sind, ja, und wo die Flachen sind. Ja, man sieht's wirklich. Das ist also witzlos eigentlich. Jawohl. Okay, da war das easy. Das war mal billig. Ja, billig. Ja, genauso billig wie das mit dem Schlüssel, ne? Das war mal easy. Ja. Easy. Servus. Ein wunderschönen Gruß an dich. Genau. Hast du es gesehen? Schreib's in die Kommis. So kriegt man auch mit, wer die Videos verfolgt. Ja, ja, ja. Oh, ihr grandios. Ja, aber immerhin in die Kanone. Die Kanone. Toddy ist bei Bowser. Die Preußen schießen scharf, aber langsam. Toddy ist bei Bowser. Schöne Sau. Wir müssen zu Bowser. Wir müssen zu Bowser. Den alten Bowser. Na, Donkey ist auch nicht besser, ne? Sushi! Ich kann's nicht so gut machen. Kein Break. Oh ja, dann habe ich eigentlich schon eine gute Idee für den Playstream nachher. Bud Spencer und Terrence Hill Mucke. Ja, auf jeden Fall. Genau. Bam, 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 bam. Das mit dem Buggy fand ich auch ganz cool. Von wegen so ein Bier und ein Würstchen. Wettessen. Was sie da machen am Anfang. Ein Bier und ein Würstchen, wo so die letzten heilen Buggy versuchen das auszulosen. Das sagt mir jetzt gar nichts. Naja, klar. Und dann sitzen beide da in der Bar. Bei diesem Film sind sie doch in diesem Vergnügungspark. Welchen Film? Es gibt ja 50, 60, 70 Bud Spencer Terrence Hill Filme. Naja, das ist der mit dem Buggy. Ja, aber es gibt mehr mit dem Buggy. Ja, der mit dem Alten. Als wären wir heute neu. Das stimmt. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht. Ich komme sicher auf die Tür. Und nu? Die Person noch? Ah, hat man schon. Ja, schaffe ich eh. Dann müssen wir der Retro-Basti bashen. Genau. Und keiner weiß wie. Ja. Zwei wie Pech und Schwefel. Zwei wie Pech. Haben wir aber gesehen. Sagt mir aber jetzt gar nichts. Da kommt Terrence Hill mit seinem riesengroßen Wohnwagen an. Und ja, da geht es doch um die Geschichte, dass die... Oh, bist du gefallen? Ja. Der Film fängt damit an, dass Bud und Terrence ein Rennen fahren. Und dadurch, da kommen sie zusammen durchs Ziel und gewinnen jeder ein Buggy. Sagt mir gar nichts mehr. Was? Gar nichts. Ja, egal. Ja. Das ist übrigens auch der Film, wo dieses... Ja, den kenne ich. Genau, das ist der Film. Da kommt es her. Ich kenne die Szene mit dem Buggy. Ja, das ist die. Aber dass die miteinander hinfahren und beide gleichzeitig gewinnen, sagt man gar nicht. Das ist gleich die erste Szene, genau. Kurios. Jo. Naja. Was soll's? Genau. Nobody is perfect. So is it. Opa, Entschuldigung. Fränkische Redewendung. Ah, bring mich zu Bowser, das ist gut. Alter Cheater. Cheetah! Ich bin doch kein Donkey Kong! Oh nö! Jetzt kaufst du dir einen Steinschuh oder was? Naja, das heißt, das ist mal verkackt hier. Hol dir das an, hör das an! Boah, du darfst die super coole Ultra Bowser Kanone benutzen! Boah, das ist unglaubliches Glück! Die Benutzung kostet nur 20 Münzen! Boah, das musst du auf jeden Fall ausprobieren! Ja, okay, ich nehme die Münze! Oder geht jetzt weg? Ich um, bis ich dir alles vorbereitet habe. Ist das ein Ferkel? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, dreh dich um und komm, warte, bis ich alles vorbereitet Sau. Bin. Also, warum ich so nett bin, weil ich dich überrasche. Also, da ist auf jeden Fall definitiv eine sexuelle Zweideutigkeit. Aber auf jeden Fall. Nicht, das möchte man ja nur mal erwähnen. Weißt du, kommt er dann angerammt und dann ab. Ich bin fast fertig da. Ja, los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Dups! Ich komme!
Pfui, Deibel, Nintendo. Pfui, Deibel. Also das, ja. Es gibt ein dickes Fels. Echt mal, so. Das hätte ich nicht gedacht. So, weiter geht's. Weiter geht's. Natürlich ist es nur unsere verdorbene Fantasie, die daraus spricht. Natürlich. Selbstverfreilich. Der Rest der Menschheit ist ja nicht verdorben. Drum läuft alles so glatt auf dem Planeten. Sowieso. Ja, ich weiß schon Bescheid. Genau, so, weiter geht's im Spiel. So. Die macht mir echt eine Türe im Schädel. Die Kanone von der Verone? Von der Verone? So. Und? Draußen bleiben hat man auch schon, Mensch. Ja, nun, so ist es halt. Schade. Ach ja. Aber diesmal darfst nicht du. Nee, diesmal muss Yoshi. Der macht bestimmt. Das schwerer. Ja. Jetzt müssen wir nämlich die Gegner von Yoshi fernhalten. Ist ja denn, der ist ein bisschen intelligent. Ah, nee, von Yoshi, sorry. Ja, das ist nicht so die Intelligenz. Verpiss dich. Yoshi, geh halt vor, Alter, geh halt vor, Mensch. Jawohl. Meine Güte, das geht bei mir aber schneller. Ja, das Spiel läuft. Ah, bist du schon, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Runden haben wir jetzt eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, schau mal nach. Oh, gerade eine Unwetterwarnung reingekommen für Berlin. Was? Eine Unwetterwarnung. Unwetterwarnung? Oh, ist aber ungeil. Ein bisschen schon. Noch fünf? Fünf Runden. Haben wir noch Zeit, oder? Passt. Machen wir jetzt durch. Jawohl. Machen wir ein bisschen länger. Und auf in die Kanone. Oh ja, der dicke Wagen in der dicken Kanone. Mensch, wir haben echt gebotzt, ja. Auf in die, verdammt. Oh. Weit weg von der Kanone. Ja, aber du kannst dir einen Stern holen. Echt, kann ich? Ja. Stern stehlen. Von Yoshi. Okay, bis gleich. Yeah, weg damit. Mach ich übrigens auch gleich. Habe ich jetzt dann drei? Hammer! Ja, du hast auf jeden Fall drei. Heili, geili! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, kannst du mal sehen. Vielleicht hast du gleich nur noch zwei. Schauen wir mal. Ach, du machst dir auch hier einen auf Spielerei? Na klar. So. Ich mops ihn von Donkey Kong. Ah, oh, sehr schön. Ja. Ja, ich bin ja nicht so, ne? Ja, hättest du machen können. Ach, Quark. Jetzt haust du mir nur auf die Goschen. Ich hau keinen auf die Goschen. Oh, oh, was war das? Oh. Willkommen auf dem Ausrufezeichenfeld. Möge das Glück dir auf diesem Feld beistehen. Du kannst verschiedene Ereignisse bewirken, wenn du die Blöcke stoppst. Viel Glück! Mach keinen Scheiß. Lol. Läuft. Schade. Hä? Ja, wir haben beide einen Stern. Wir tauschen jetzt einen Stern gegen einen Stern. Der hat null. Stimmt. Verdammt. Ja, dann habe ich jetzt 50 Kröten umsonst rausgeschickt. Das ist ja lame. Am liebsten wäre mir da ja ein Wario. Ja, der Wario, die Sau, der ist schon ziemlich gut. Genau. So. Weiter geht's. Musik ist ein bisschen nervig, ne? Nur für mich halt. Ist der? Ja. Auch finde ich durchaus ein bisschen weird. Oh ne. Alter. So. Aber schon langsam freue ich mich aufs Abend. Doch, oder? Ja. Was meinst du heute? Pasta? Pasta, Pasta, Magi, Magi, Pasta, Pasta.
Basta geht immer, oder? Basta geht immer. Klar. Passt schon. Passt schon. Lull. Der klaut von mir die Sau. Das wird eine Ratte. Ja. Hat er wieder zurückgeklaut? Yoshi, die Sau. Das ist der Erste, ne? Der Hund. Man könnte auch Pasta und dazu noch einen Burger essen. Was wir machen? Schauen wir mal, was die Bestellliste so ergibt. Ja, da kannst du machen. Oh, Big Band? Marios Big Band, das ist neu. Uiuiuiui. Das ist neu. Sei ein Mitglied der Big Band. Digitiere mit dem Stick und spiele mit A ein Instrument. Bleibe dabei im Rhythmus. Mich wundert, dass Dosch nur lesen kann, nachdem was er schon getrunken hat. Dosch ist ein Phänomen. Aber möchte ich doch. Mario, Yoshi, DK, Wario spielen, genau. Wieso? Wirst du dann sehen. Es gibt auf jeden Fall einmal eine Demo und dann können wir genau sehen, was wir machen müssen. Das ist eigentlich ganz easy. Ich dirigiere euch jetzt. So. Start! Das ist erstmal nur die Demo. Mario eigentlich alleine. Finish! Oh, okay. Das war keine Demo. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte gar nichts machen. Einfach bibsch. Genau. Donkey Kong, ich krieg null, Alter.